Die Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag hat es gezeigt, wie die Märkte ticken. Die Erzählung der Märkte ist: Hurra, wir haben schlechte Daten, also wird die Fed die Zinsen senken und alles wird gut. Aber die Realität ist anders. Die Historie, die Geschichte, all das, was wir über Märkte, Rezessionen etc. wissen, heißt oder bedeutet, dass das ein Gegenwind ist für die Aktienmärkte. Egal, was die Fed macht, egal, was die Notenbank macht, wird es für die Unternehmen schwieriger, Geld zu verdienen. Und wenn es für die Unternehmen schwieriger wird, Geld zu verdienen, dann sind die Bewertungen zu hoch. Genau das ist der Kasus Knaxus, vor dem wir derzeit stehen. Wir sehen immer wieder solche Situationen, wo Zinssenkungshoffnungen oder die Reaktion auf Zinssenkungen zunächst mal zu einer massiven Party führen, aber diese Party dann früher oder später massiv in sich zusammenfällt, weil eben der Boden, auf dem diese Party stattfindet, kollabiert, praktisch wie bei einem Erdbeben, bei dem man zunächst mal die Geschichte nicht ernst nimmt und denkt, da wo man ein bisschen die Bässe, deswegen vibriert der Boden, aber es ist eben nicht der Bass, sondern es ist die innere Struktur, die hier nicht mehr stimmt und dann kollabiert. Und vor einer ähnlichen Situation stehen wir wohl derzeit. Die Märkte sind sehr weit vor der Kurve, was die Fed betrifft. Man geht davon aus, dass die Fed viermal im Prinzip jetzt bis Ende 2020 die Zinsen senken wird. Und da, meine ich, sind die Märkte ein bisschen zu weit vorausgeeilt. Aber schauen wir uns erstmal an hier, was zum Beispiel auch die Credit Suisse klar sagt. Viele Investoren glauben, dass schlechte Daten, disappointing data, seien positiv für Aktien, weil eben die Fed dann einen Grund hatte, die Zinsen zu senken. Unsere Arbeit widerlegte dieses Argument. Schlechte Konjunkturdaten und niedrigere Anleiherenditen sind ein Gegenwind eben für die Aktienmärkte, egal was die Fed macht. Und die Credit Suisse hat sich eben die Mühe gemacht, das mal historisch nachzugucken. Wie ist das gewesen in der Vergangenheit? Und diesmal ist sicherlich alles anders, das wissen wir ja, aber es wird wohl diesmal auch nicht anders kommen. Schauen wir uns mal die Lage an, jetzt zum Beispiel bei den US-Unternehmen. Hier sehen wir die Erwartung für den derzeitigen Umsatz. Das ist Earnings Growth und das ist Revenue Growth, also Gewinnerwartung. Und wir sehen hier auf der linken Seite die Unternehmen, die mehr als 50% der Umsätze in den USA machen. Hier in der Mitte dieser bläuliche lila Balken ist der Durchschnitts S&P 500 Unternehmen und hier grün die Unternehmen, die weniger als 50% Umsatz in den USA machen. Und wir sehen, je weniger Umsatz in den USA, je weniger Gewinne in den USA, umso schlechter wird das Bild. Wir sehen also insgesamt einen Rückgang der Umsätze von minus 1,2%, so die derzeitige Erwartung, und der Gewinne von minus 9,3%. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir jetzt kurz vor Allzeithoch sind an den Aktienmärkten, wenn ein solches Szenario eben kommt, was die Märkte ja eigentlich schon wissen, gleichzeitig aber eben in dieser Euphorie, dass die Fed die Zinsen senken könnte, eben nach oben laufen. Schauen wir uns mal eben diese Erwartung an. Was ist da passiert? Wir haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 82% eingepreist in den Fed Fund Futures, dass die Fed im Juli die Zinsen senken würde. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung liegt bei 0. Hier sehen wir, wie diese Kurve kollabierte, nämlich die Anhebungskurve, und wie diese Zinssenkungskurve praktisch explodierte. Und ich glaube, dieser Anstieg ist zu schnell. Die Fed kann so schnell, wird so schnell die Zinsen nicht senken. Das ist so eines der Problemchen, das die Märkte haben. Warum soll die Fed die Zinsen senken, wenn die Märkte ständig nach oben laufen? Auf der einen Seite, ja, hatten wir am Freitag schwache Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, aber wir haben offiziell zumindest immer noch eine Arbeitslosenquote von 3,6%. Also das muss man dann schon irgendwie rechtfertigen, warum man einen solchen Schritt tut, und das ist derzeit eigentlich kaum machbar. Was haben wir noch? Wir haben die Situation, und das finde ich sehr interessant, dass der VIX nicht mehr fällt, obwohl wir steigende Aktienmärkte haben. Der Dow Jones seit 6 Tagen, jetzt 6 Handelstage in Folge gestiegen, aber der VIX kommt nicht mehr runter. Da ist offenkundig ein ähnliches Szenario wie Ende Januar 2018 zu konstatieren. Da ging es ebenfalls mit den Aktienmärkten nach oben, nach oben, nach oben, aber der VIX fiel nicht mehr. Warum? Weil offenkundig Nachfrage da ist.
nach Absicherung durch diejenigen, die denken, jetzt könnte es langsam heiß werden, gleichzeitig aber nicht ihr Portfolio verkaufen können, ihr Aktienportfolio verkaufen können, sondern sich dann eben VIX Absicherungen kaufen, Long gehen im VIX, dementsprechend fällt der VIX nicht mehr, fällt also die Volatilität nicht mehr. Darauf sollte man jedenfalls achten. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. Hier mit diesem Wendesignal, als wir unter die 2750er Marke gefallen waren. Hier haben wir jetzt eigentlich auch gestern ein Wendesignal generiert. Wir waren ja im S&P 500 über der 2900er Marke, sind dann doch etwas herber wieder zurückgekommen. Deutliche Gewinnmitnahmen. Jetzt im asiatischen Handel geht es wieder ein bisschen nach oben, nachdem China ein bisschen den Tradern auf die Finger geklopft hat, was den Yuan betrifft. Das Fixing, also praktisch der Referenzkurs, den die chinesische Notenbank festgelegt hat, der war deutlich tiefer, als die Märkte erwartet hatten. Dementsprechend Dollar-Yuan nach unten, mithin also der Yuan wieder etwas stärker geworden, weil eben jetzt diese 7er-Marke ja so stark in den Fokus rückt. Schauen wir uns den Dow Jones an, 26.119. Hier sehen wir dieses Kerzchen nach oben. Natürlich diese Erleichterung über die Mexiko-Zölle kommen doch nicht. Kommen sie doch nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja, man hat einen Deal gemacht, aber ob dann dieser Deal auch so umgesetzt wird, wie Donald Trump sich das vorstellt, wo nicht, würden dann die Zölle doch erhoben. Trump hat dann gestern in einem CNBC-Interview auch gesagt, ja, wenn der Xi Jinping nicht zum G20-Treffen kommt und sich mit mir trifft, dann gibt es eben diese Zollanhebung. Also das setzt natürlich Xi Jinping in eine unangenehme Lage, wenn er hinkommt. Dann könnte das missverstanden werden oder verstanden werden als Unterwerfungsgeste gegenüber den USA. Das ist auch innenpolitisch für ihn eine jetzt ungute Situation. Und Trump macht die Geschichte in Sachen Handelskrieg damit nicht leichter. Praktisch jemand androhen, wenn du nicht kommst, dann gibt es Strafzölle. Das ist natürlich schon ein hartes Stück. Wie auch immer, schauen wir uns die Situation im Gold an. Da sind wir wieder etwas nach unten gekommen. Auch Gold ist nach meiner Auffassung zu stark gestiegen, weil eben die Zinssenkungserwartungen zu stark aus dem Kraut geschossen sind. Das ist einfach zu viel und dementsprechend muss das jetzt früher oder später ein bisschen ausgepreist werden, im kurzen Zeitfenster wohlgemerkt bei Gold. Ich glaube schon, dass die Fed früher oder später die Zinsen wird senken müssen, aber eben nicht so schnell, wie die Märkte jetzt bereits eingepreist haben. Wir sehen den Euro bei 1,1315 wenig verändert und wir sehen, dass Crude Oil bei $53,57. Also, das ist die Lage. Die Märkte sind vor der Kurve, erwarten zu schnelle Zinssenkungen. Das geben die US-Daten aus Sicht der Fed noch gar nicht her. Und zweite Botschaft ist, wenn wir vor schweren Zeiten stehen, ökonomisch, werden die Unternehmen weniger Geld verdienen. Damit gibt es weniger Marge, gibt es weniger Geschäft. Wenn es weniger Geschäft wird, geben wird, dann sind die Bewertungen, wie wir sie derzeit nahe den Allzeithoch sehen, schlichtweg zu hoch. Simple as it is. Ich wünsche einen guten Start in diesen Dienstag und sage ciao.